Nun, dann alles oder nichts. Rein in den Tempel, würde ich sagen. Hier wird rumgetempelt. Tempel der Himmelszuflucht. Da bin ich jetzt echt gespannt, was uns da drin erwartet. Ehrlich. Dunkelheit zunächst einmal. Das ist natürlich nicht hilfreich. Ich glaube, die Axt kann ich wegstecken. Boah. Guck sich das mal einer an. Seid ihr übrigens theoretisch auch mitgekommen, liebe Begleiter? Eine Wand mit... Boah, sieht das cool aus. Guckt sich das mal einer an. Da ist ein Drache und da ist ein Typsi, der irgendwas macht. Der hat einen Stab in der Hand. Wo sind meine beiden Begleiter, wenn ich mal fragen darf? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich das auch ansehen sollten. Hier geht's nach Himmelsrand. Aha. Aha, nach Himmelsrand. Hier geht's nicht nach Himmelsrand. Aha. Nicht nach Himmelsrand. Hier sind ein paar Räume nebenbei. Das ist ja auch alles... Oh, was haben wir denn hier? Eine Truhe mit Gold. Und Edelstein. Ah, dann räume ich den Kram erstmal leer. Das ist doch wohl völlig logisch. Wer würde das nicht tun? Hier lebten also einmal ein paar Gesellen. Die haben nur ihren Kram hier vergessen. Und ihre Betten stehen ja auch noch rum. Wo sind meine Begleiter jetzt eigentlich? Sind die einfach zurückgeblieben in der vorherigen Höhle? Die ollen Doofnasen, die. Brauchen die wieder eine extra Einladung? Pass auf, die lade ich gleich mal so ein bisschen extra ein. Ach, da seid ihr ja. Alduins Mauer. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Da bin ich sehr gespannt. Was haben wir denn hier? Erzähl schon. Seht, da ist Alduin. Wo? Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Ist aber schon ein bisschen her, oder? Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Cool. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nerv nicht. Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ach, da guck an. Ja, ja. Warum einfach, wenn es auch schwierig geht? Hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen. So stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Da siehst du, da erzählt er dir das mal. Diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Nee, bisher habe ich davon noch nicht gehört. Nein, von sowas habe ich noch nie gehört. Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Hm. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Grauwerte um Hilfe bitten. Oh, mit denen bin ich schon ganz dicke. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen. Warum denn? Die sind doch ganz nett. Was habt ihr gegen die Grauwerte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Grauwerte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Naja, was ist daran falsch? Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein.
Und vor euch, vor eurer Macht haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Grauwerte gehört hätte? Und was hast du heute schon für mich gemacht, wenn ich das mal so fragen darf? Vielleicht haben die Graubärte ja recht. Macht kann sehr gefährlich sein. Nur wenn ihr sie nicht zu nutzen versteht. Alle großen Helden mussten lernen, ihre Macht einzusetzen. Wirklich? Die von ihrem Schicksal zurückgeschreckt sind. Nun, von denen habt ihr noch nie etwas gehört, nicht wahr? Und dann eher nicht. Die Schurken, die ihre Macht missbrauchen. Es gibt immer eine Wahl und es gibt immer ein Risiko. Doch wenn ihr in Furcht vor dem lebt, was schiefgehen könnte, tut ihr am Ende gar nichts. So wie die Grauwerte droben auf dem Berg. Aber wenn man gar nichts tut, kann man auch nicht scheitern. Übrigens, ich sollte vielleicht mal rausfinden, was Arngeier über diesen Schrei weiß. Gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Nee. Estel oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Du bist ja auch kein Drachenblut. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Ist ziemlich cool hier, oder? Talos schütze euch. Das macht er sowieso schon. Auf der dritten Tafel. Was ist denn auf der dritten Tafel? Die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das da knien sie, guckt sie euch an. Tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Der Delphin hört nur auf das Meer. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Das klingt interessant. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. 8 Winkel der Welt? Gab es nicht nur 5 davon? Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Bin ich das letzte Drachenblut? Ich bin echt das letzte. Ja? Was gibt es? Warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Habt ihr mir denn überhaupt nicht zugehört? Natürlich nicht. Warum Nur sollte ich? Ihr könnt Alduin endgültig besiegen und so das Ende der Welt verhindern. Wenn wir nur herausfinden könnten, welchen Schrei die alten Nord verwendet haben, könntet ihr eine Chance haben. Oder auch nicht. Bei Prophezeiungen gibt es keine Garantie, nur Hoffnung. Okay. Und habt ihr eventuell Ratschläge für den Kampf mit einem Drachen? Ihr habt Glück. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Ein Ritus, sagst du? Ich glaube, im Moment brauche ich den nicht. Vielleicht später. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Das ist eine gute Idee. Was braucht ihr, Drachenblut? Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen. Ach, das hast du schon gesagt, ne? Denkt darüber nach. Ja. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Wahrscheinlich nicht. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Weil du sehr vergesslich bist? Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Und ihr seid das Drachenblut. Und wie ich das bin? Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen... Eventuell mache ich das sogar. Und das hier sollen die Klingen sein? 2 Leute? Komm schon, wie soll ihr mir denn helfen? Die Talmor haben Jagd auf uns gemacht, wisst ihr noch? Nee, habe ich vergessen. Das hat bei der Rekrutierung nicht besonders geholfen. Okay, das glaube ich. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu aufbauen. Eines Tages.
Ah, das finde ich nett. Vielleicht könnt ihr euch ja dabei helfen, neue Rekruten zu finden. Wenn ihr Leute findet, die gute Rekruten abgeben könnten, sehe ich sie mir gern an. Okay. Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den Klingen um eine lebenslange Verpflichtung handelt. Wer zu uns gehört, muss treu zu uns stehen. Okay, bringe einen Begleiter zu Delphin. Okay, das klingt doch gut, weil dann die Leute helfen mir ja, die Klingen. Wäre ja gut, denen ein paar Rekruten zu bringen. Und wer sind die Talmor, bitte? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des Großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Beinahe! Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Und weshalb jagen sie euch? Als ich jung war, waren unsere Anführer wie besessen von der Bedrohung durch die Talmor. Sie glaubten, wenn wir ein Drachenblut finden würden, müssten wir ihn gegen die Talmor beschützen. Wie sich herausstellte, hatten wir die Talmor hoffnungslos unterschätzt. Sie haben uns im großen Krieg vernichtend geschlagen. Ich gehörte zu den wenigen, die entkommen konnten. Lange Zeit versuchte ich nur am Leben zu bleiben und mich an den Talmor zu rächen, wann immer ich konnte. Aber dann kehrten die Drachen zurück. Und ich erinnerte mich daran, dass die Klingen früher Drachentöter waren. Und dass wir geschworen hatten, das Drachenblut, den größten Drachentöter von allen, zu schützen. Mensch, das ist ja, schön. Ja, das ist ein ausgezeichneter. Ich gucke mich hier auch noch eine kleine Runde um. Vielleicht finden wir noch mehr Truhen voller Edelsteine. Hier die zum Beispiel. Ah, Pfeile, Gold, Rolle, Zaubertrank. Keine Edelsteine? Sauerei. Drachenfluch. Was immer es ist, ich nehme es mal an mich. Das kann man ja noch brauchen. Drachenfluch. Hört, hört. Verflucht seid ihr, elende Drachen. Ja, richtig, hier war ich schon. Die Truhen hatte ich schon leer geräumt. Was sagt denn die Karte zu dem Laden hier? Ja, da geht's wieder raus. Obwohl ich natürlich auch hier rauskomme. Und das mache ich auch mal, weil bin gespannt, wo man da genau rauskommt. Wahrscheinlich inmitten eines Eulenschwarmes. Hey, nee, das ist gar kein Eulenschwarm. Aber es sind ein paar interessante, merkwürdige Ruinen, die hier draußen stehen. Voller Moos. Aha. Und da geht's tief hinab. Na, da falle ich mal lieber nicht runter. Das ist ja höchst interessant hier oben. Cool. Hier ist ein sehr geiler Tempel. Ich glaube, den muss ich echt noch ein paar Kollegen vorbeibringen. Ein paar Rekruten. Ich guck mal, wenn ich den jetzt nächstes Mal jemanden finde, der mein Begleiter sein will, bringe ich den einfach her. So einfach ist das. Und bis dahin, der Liebendenstein. Oh, da war ich noch gar nicht. Aber weißt du was? Ich will dahin. Dann reise ich zur Mine und dann zum Liebendenstein. Was? Wer ist so gut wie tot? Ich will doch nur zum liebenden Stein, weil wir uns alle lieben. Für wen? Oh, Blumen. Da oben ist noch einer. Ja, komm ruhig angelaufen. Komm her. Na, da hast du ja beeindruckend die Luft erschlagen. So, da oben irgendwo ist der liebenden Stein. Ich laufe mal hier den Weg hoch. Ich liebe doch alles. Ich liebe doch alle Menschen. Na, den sanften Hügel kommt er wieder so schwer hoch. Hallo? Jetzt geh doch mal hier hoch. Mann, wie das immer nervt, wenn er irgendwo nicht hochkommt. Und wie sieht's hier aus? Kommt er hier hoch? Ja, das tut er. Geht doch. Das ist hier nicht steiler, weniger steil als da um die Ecke. Ich höre einen Bären. Ob der auch den liebenden Stein sucht?
Offenbar ja. Au. Bist du ein Rad da? Ich bin doch nur ein harmloser Wanderer. Greift er mich einfach an? Ich glaube, es hackt. Da ist das der liebende Stein. Den liebe ich ja jetzt schon. Steck mal meine Waffe weg, um meine friedlichen Absichten dem Stein gegenüber zu zeigen. Der liebenden Stein. Wer unter dem Zeichen der Liebenden steht, verspürt immer den Trost der Liebenden. Das heißt, alle Fertigkeiten verbessern sich schneller. Ja, das will ich. Ich will, dass sich alle meine Fertigkeiten schneller verbessern. Guck mal, ist das nicht lieb? Also, Leute, die Sternbilder interpretieren, sind ja sehr kreativ. Guck mal, das ist das Sternbild. Ein Ebola-Virus. Und darin sehen sie eine hübsche Frau in einem Kleid. Na gut. Kann man mal verwechseln. Gut, gut. Ich soll also, wie es sich nun so begibt, mit den Graubärten eine Runde schnacken. In Hochrotgar. Hochrotgar bringt Sonnenschein und steigende Temperaturen übrigens. Da können wir uns alle freuen. Der Frühling kommt. Ah, Hochrotgar. Ah ja, neue Gaben, die ich einsammeln kann. Guck mal, die Vorräte, die ich Ihnen vor Monaten hierher gebracht habe, sind immer noch in der Truhe. Die brauchen die Vorräte also gar nicht. Warum muss der arme Typ aus dem Dorf denn dann immer extra hier hochlaufen, um sie denen zu bringen, wenn sie die eh nicht in Anspruch nehmen? Sie haben alles mal wieder so typisch Graubärte. So typisch. So, Dings. Dingenskirchen. Wo bist du? Da. Sitzt sie hier blöde rum? Habt ihr nichts zu tun? Hey, Arngeire. Möge der Himmel euch leiten. Unbedingt. Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Mit dem Bundesverkehrsminister. Spielt das denn eine Rolle? Nein, es stand auf Alduins Mauer. Die Klingen, natürlich. Ja. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ja. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Ja. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen. Was ist denn genau der Pfad der Weisheit? Habt ihr nichts von uns gelernt? Natürlich nicht. Warum sollte ich? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Die Klingen helfen mir nur. Ich bin nicht ihre Marionette. Ich will noch die Drachen besiegen. Das ist doch mein eigenes Ziel, das ich mir selbst gesetzt habe. Nein, nein, natürlich nicht. Vergebt mir, Drachenblut. Ich war euch gegenüber ungehalten. Oh ja, und wie ungehalten du warst. Reiß dich mal zusammen. Die Klingen sagen zwar, dass sie jedem Drachenblut dienen, aber dem ist nicht so. Was? Dem war noch nie so. Was? Und könnt ihr mir nun diesen Schrei eventuell beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Na super. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Okay. Wir trauen ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Ich dachte, ihr kanntet alle Worte der Macht. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Das ist ja doof. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Wer denn? Was ist an Drachenfall denn eigentlich so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Das klingt nach etwas, was ich gerne tun würde. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Das klingt doch gut, mache ich gerne. Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Ich hoffe, das tut er. Wer ist Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme.
Das klingt, als wollte ich ihn unbedingt kennenlernen. Warum bin ich Patronax noch nie begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Weil er die Kälte mag, vermutlich. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Dann wird es Zeit, dass ich privilegiert werde. Wie gelange ich zum Berggipfel, um ihn zu sehen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Patronax öffnet. Oh ja, ich will ihn lernen. Bitte, geh doch vor. Ich guck mich währenddessen kurz nur so ein bisschen um. Ich nehme nur Dinge, die ich unbedingt brauche. Nur was ganz wichtig ist. Ah, hier, Blumen. Ja, ja, geht ruhig schon vor. Ich rieche nur an den Blumen, die ihr hier in absoluter Dunkelheit züchtet, wo sie unmöglich überleben können. Na, noch mehr Blumen. Eventuell sollte ich ihm mal nach draußen folgen.